Also unter Ranger Hardcore habe ich mir schon mehr vorgestellt, ganz ehrlich. So. Hier gehen wir wieder durch. Die Tour von eben. Was war das? Diesmal ganz schnell. So, diesmal hat er uns bemerkt, aber das war trotzdem irrelevant. So, den schnappe ich mir auch wieder. So, da sind wieder die zwei von eben. Also man kann ganz gut vorankommen im Spiel. Auch auf Ranger Mode Hardcore. Gerade auf Ranger Mode Hardcore habe ich halt das Gefühl. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Ranger Mode Hardcore ziemlich verbuggt ist im Gegensatz zu den anderen Game Modes. Aber die habe ich auch noch nicht gespielt, deswegen kann ich es nicht mit Gewissheit sagen. So, wo ist der Typ, der jetzt hier gleich kommen sollte? Der steht da, der kommt gleich. Ja, man merkt, dass wir ein bisschen schneller unterwegs sind wie eben. Wir können nicht vorwärts machen, weil der Typ noch nicht an der Position ist, wo ich ihn hinhaben will. Hier patrouilliert irgendwie nicht der Typ. Doch, da kommt er mit Taschenlampe. Jetzt kommt er. Glaube ich. Ja, er kommt. Könnte noch nützlich werden. So, den boxen wir einmal um. Wo ist er denn? Komm, wir haben nicht ewig Zeit. Dann holen wir dich da schon weg. Dich haben wir auch wieder weg. So, ich meine, wir hätten hier jetzt was vergessen. Genau, die Filter. Von denen man nie genug haben kann. So, dieses Mal werde ich die Augen aufmachen. Hier hängt sie. Irgendwas hat Klick gemacht. So, hat geklappt, ohne dass wir gestorben sind. Wunderbar. Ah, doch, hier geht's weiter. Was hat er in seinen Taschen? Keine Patronen? Oh, schade. Ja. Kommst du in meine Richtung? Wahrscheinlich nicht. Ja, du stehst ja praktisch. Obwohl, du stehst praktisch. Da wir das Brett durchglitschen können, steht er praktisch. Ich trau mich nicht. Der sieht die Leiche, wenn ich mich nicht trau. Ich weiß nicht, was rechts im Raum ist, aber ich habe einfach Initiative ergriffen. Wow. Am Abwackeln alles. Okay, ich glaube, mich hört hier niemand. Deswegen. Ah, scheiße. Wie es aussieht, wurden da drin jetzt Leute erschossen. Ich hätte das Licht nicht einschlagen sollen, glaube ich. Bin mir nicht sicher, ob das einen Unterschied gemacht hat. So, können wir da was aufmachen? Nein, da habe ich Munition zum Rucksack geplündert gerade. Auch leer. Mache ich das hier umsonst? Anscheinend. Zack. Scheinen so eine Art Seuchenkommando zu sein, die hier die ganzen Leute abmetzeln. Heiß zu sein. Hey, wo geht der denn hin? Ja, der hilft jetzt den Mutanten aus, habe ich das Gefühl. Ich
weiß nicht, ob ich die Gasmaske abnehmen will. Ich glaube immer weniger. Was? Dafür gibt's Karma Plus? Okay. Du gehst nirgendwo hin, auch wenn du deinen Kollegen erlöst hast. Und er es wollte. Okay, er wollte es. Das macht es, glaube ich, ganz gut, dass er erschossen wurde. Und ich glaube, das war nämlich direkt mein Hintergedanke, dass wenn wir ihn am Leben lassen, beziehungsweise ihn vor der Kugel retten, er nach seinen Kameraden ruft. Die nächste auf. Okay, die wollen direkt noch mehr Leute töten. Wir gucken mal, was hier unten ist. Das scheint eine Art Abkürzung, Geheimgang, irgendwas zu sein. Da ist nix. Was ist da? Auch nix. Das sieht auch nicht gut aus. Doch, ich denke, wenn wir irgendwo raus wollen, dann hier. Nein, oder? Bin ich zu doof, einen Weg zu finden wieder? Hier geht's doch hoch. Lass mich doch hoch dann. Ah, das ist die andere Seite. Wir hätten quasi hierüber abkürzen können, statt oben unten lang. Na gut, ist mir nicht gelungen. Und ich glaube, das wäre auch keine gute Seite gewesen, um reinzukommen. Ich glaube, das gefällt mir nicht, was hier abgeht. Ich weiß nicht, wo ich lang gehen soll. Hier. Hier bin ich zumindest unsichtbar. So, jetzt ist die Frage, wie komme ich hier weiter? Ich denke, wenn ich hier runtergehe, habe ich keine guten Chancen, nicht gesehen zu werden. Boah, ist das hell. Dennoch probiere ich es, stur wie ich bin. Nee, ich komme hier nicht lang. Aus irgendeinem Grund kann ich da nicht weiter. Gut, dann muss ich jetzt überlegen, wie ich weiterkomme. Solange die beide in die Richtung gucken. Versuche ich jetzt hier lang. Ja, der Feind ist hier, das ist wohl wahr. Jetzt haben wir sie alle aufgescheucht. Noch sind wir undercover. Ah, hier geht's weiter. So. Ich glaube, sie haben uns gesehen. Ich bin mir nicht sicher. Es sieht aber ganz danach aus, als wenn sie uns gesehen haben. Wir haben ein Journal gefunden. Ich versuche einfach locker weiterzumachen, wie ich halt die ganze Zeit locker war. Jetzt habe ich aus Versehen noch die Gitarre gespielt. Das wird immer besser. So. Da ist nichts drinnen. Wir brauchen einen neuen Filter. Hat ihn jemand gesehen? Nein.
Ich meine, wir kommen ja offensichtlich gut voran, da die KI schon blöd ist. Auch wenn sie wissen, dass wir in der Gegend sind. So, der ist weg. Ich glaube, jetzt haben sie uns gesehen. Oder auch nicht. Als nächstes will ich mir den da hinten schnappen, aber ich weiß nicht wie. Der zappelt ein bisschen zu viel rum für meinen Geschmack. Also, sollen wir nach ihm suchen? So, der ist tot. Ja, gegenseitig Deckung geben könnt ihr nicht so gut, so klug wie eure AI gestaltet wurde. Wow. So, der ist auch weg. Ich will mich gar nicht mehr ducken, steh auf. Okay. Das war ganz knapp daneben. Ich weiß nicht, ob er jetzt weiß, wo das herkam. Ich kann die AI da nicht so gut einschätzen. Die scheint manchmal ziemlich... Nein, sie scheint immer ziemlich doof zu sein. Ich würde ja gerne mal so eine Brandgranate ausprobieren. Ich versuche gerade durchs Menü zu switchen, um vom Geräusch her zu erkennen, was die Brandgranate ist, aber ich habe keine Chance. Ich denke, wenn ich hier jetzt runterspringe, bin ich sofort entdeckt. Jetzt ist eine gute Chance. Nein, jetzt nicht mehr. Bleib doch kurz da stehen. Guck ihn dir doch erstmal an. So. Wenn ich hier schon Leute töten muss, dann will ich sie natürlich auch plündern. Das ist, denke ich mal, verständlich. So, hier liegt so ein doofer Helm. So viele können da ja eigentlich nicht am Leben sein. Außer die wecken sich gegenseitig auf. Was natürlich uncool für uns wäre. So, der ist auch weg. Wow. Der war noch am Leben.